Und damit willkommen zur nächsten Folge All the Mods 7. So Freunde, ich habe mal kurz in der Creative World einen neuen Reaktor gebaut, den wir in mein Copy-and-Paste-Gadget geschmissen. Hier. Und ja, irgendwie ist mein Reaktor, den ich geplant hatte, irgendwann, die sind irgendwie gelöscht worden, die Dinger. Ich glaube auch, dass sie nach 30 Tagen wieder gelöscht werden, wenn du bei GitHub nicht bezahlst, aber ich habe den jetzt als Google-Notiz, also ist mir das egal. So, was ich schon mal vorbereitet habe dafür, ist der Platz, wo der Reaktor steht. Ich habe mir jetzt hier erstmal aus Bequemlichkeitsgründen einen Elevator gebaut. Ist einfacher. Hier soll der Reaktor hin, ist 5×5 mit 4 Rods. Ist auch nur ein kleiner, ist ein 5×5×3. Also 3 immer, weil muss immer mindestens 3 hoch sein. Und was wir brauchen, sehen wir hier. Ihr seht es jetzt vielleicht schlecht. Ich versuche mal in der Videobearbeitung hier mal ein bisschen reinzuzoomen, damit ihr das seht, was wir da brauchen. Wir brauchen 57 Reactor Casings, 5 LED-Blöcke, sollte nicht das Problem sein, 4x Control Rod, 4x den Rod-Halter, also den Rod selber, 2x In-Out, 2 Redstone-Ports, ein Controller. Was ich vergessen habe, ist der Power-Tab. Den habe ich nicht mit reingebaut, das ist ein bisschen blöd gewesen. So, wir brauchen also Bigger Reactors. Wir brauchen ganz viele Casings. Oh, ich bin noch, warte mal, das kommt noch aus dem Kreatum. Das übernimmt er komischerweise zu jeder Welt. Das ist ein bisschen weird. Okay, also wir brauchen ganz viele Casings. Dafür brauchen wir ganz viel Graphite, ganz viel Iron und Uranium. Wenn ich jetzt wüsste, wo mein Uranium liegt, dann wäre ich glücklich. Graphite. Ne, das ist Netherite. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe alles. Ach, hier ist mein Graphite, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Machen wir so. Dann Eisen brauchen wir auch ein bisschen was. Und wo liegt mein Uranium? Ich bin dezent verwirrt. Den Dust haben wir hier. Aber wo sind die Barren. Jetzt bin ich dezent verwirrt. Ach, da sind sie. Guckt mal da. Da verstecken sie sich. Ist nicht wirklich viel, was wir da haben. Also wir brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Redstone. Das können wir auch schon mal mit reinnehmen. Also wir brauchen ganz viele Casings. Weil wir machen erstmal einen Stack. Ja, wir machen mal ein bisschen Stack und ein bisschen. Dann brauchen wir 5x Rods, 4 Rods, 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir die Rod Controller. Seht ihr? 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir Redstone Ports. Dazu brauchen wir noch ein bisschen Gold. 1, 2. 1, 2. Dann brauchen wir das Terminal natürlich. Dazu brauchen wir noch einen Diamanten. Das Terminal, also das ist der Controller sozusagen. Dann brauchen wir Access Ports. Dazu brauchen wir Pistons. Und Pisten sollte ich eigentlich noch haben. Genau, sehr schön. Access Port. Dazu, ach so, Chests brauchen wir auch noch. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ich habe gerade jede Menge Kisten, jede Menge Drawer gebaut. Für unser hoffentlich irgendwann mal stattfindendes RS-System. Damit wir da ein vernünftiges Draw-System hochziehen können. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch mehr Casings. Da habe ich mir ja fast gedacht. Ups, sollte man dann auch richtig machen, René. So, mehr Casings. Und wir brauchen noch die LED-Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5 waren das, ne? Ja, 5 LED-Blöcke. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Power-Tab. Das heißt, wir dürften jetzt wieder zu wenig Casings haben. Verstehe ich gar nicht. So, dann kann das alles, was wir dabei haben, wieder zurück. Nur das Uran... Ja, das Uran nehmen wir mal ein bisschen was mit. Nehmen wir mal 5 Stacks. Wie viel habe ich noch? 213, das ist okay. Meine Logistical Transporters habe ich dabei. Jawohl. Und ein bisschen Redstone brauchen wir noch. Haben wir irgendwie Redstone? Redstone-Pen gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Leider nicht. Aber wir könnten mit Redstone Links arbeiten. Das gibt weniger Stress. Gut, dann bauen wir noch mal, dann brauchen wir noch mal 2 Breastplates. Das Ding kennen wir ja schon vom letzten Mal. Eine Redstone Torch. Halt. Stick. Eine Redstone Torch. Und dann sollten wir den Link, achso, eine Plank. Dann sollten wir die Links auch bauen können. So, dann haben wir das auch. Die kommen erstmal hier oben hin. Die brauchen wir jetzt nicht. So, dann nehmen wir uns mal unser Copy and Paste Gadget. Springen nach oben. Jetzt seht ihr hier mein Gebiet, wo ich den Reaktor drin haben möchte. Geht auf Paste-Modus und machen einmal Rechtsklick. Nee, Confirm, ja. Und eigentlich sollte er jetzt bauen. Achso, der hat keinen Saft. Stimmt. Im Kreativmodus hatte ich natürlich keine Energieprobleme. Das ist natürlich klar. Also machen wir den mal kurz voll. Wenn er keinen Saft hat, kann natürlich nichts passieren. So, gehen wir wieder hoch. Zack. Positionieren das ganze Ding wieder. Machen einmal so. Und da haben wir unser, genauso wie ich den wollte. Hier ist der In und Out, hier sind In und Out. Da kommt jetzt hier allerdings noch der Power Tab rein, oder? Nee, machen wir nicht. Wir hauen den Power Tab woanders hin. So. Den Power Tab hauen wir hier auf die Rückseite. Zack. Dann nehmen wir aus unserer netten... verdammt, jetzt komme ich da nicht so weit hin. Ja. Egal, gehen wir halt unten rum. Machen wir das halt so. Wie gesagt, das ist. Ich will halt bloß erstmal schnell die Energie drin haben. Oder viel Energie drin haben, dass wir vernünftig arbeiten können. Und einmal so. Dann kommt hier mit dem Configurator. Stellen wir das hier auf Output. So, dann ist unser Reaktor eigentlich schon fast fertig. Unser Reaktor, das war gerade nordischer Slang für Reaktor. Und hier fliegt irgendwo eine Fliege rum, glaube ich. Klein Mistviecher. Wir nehmen mal unseren einen, genau, hier, den will ich haben. Und zwar habe ich hier einen 2x2 Drawer drin. Der ist wichtig. Wir stellen nämlich hier den hin. Machen dann hier die, das Uran rein. Gehen hin, nehmen uns unsere... Ach komm, nehmen wir die Item Pipes? Ja, komm, wir nehmen die Item Pipes, weil... Ach, das sind die Redstone Ports, ich Idiot. In- und Output ist hier. Naja gut, dann tauschen wir die fix aus. Dann kommt Redstone auf die andere Seite. Na komm hier. Redstone Ports. Zack, zack. Und hier kommen dann die Items rein. So und so. Der wird auf Output gestellt. Dann brauchen wir den. Der kann weg. Wir brauchen unsere. Der kann auch weg. Die können auch weg. Wo ist denn unsere Pipes Range? Da ist die Pipes Range. Einmal hier auf Output. Das heißt, jetzt wird der gefüllt, wie ihr seht, mit Fuel. Was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich unsere Dinger bauen. Ich muss mal kurz einen... Hätte ich gerne. So, zack, zack. Der sendet und der received. Ne? Der received. So. Jetzt, hier stellen wir ein. Trigger on Signal. When Signal applied. Wie war das? Wenn Signal applied auf 100. otherwise zero. Das heißt, wenn er jetzt ein Signal kriegt, fährt er die Kontrollrods ein auf 100%. Wir gucken uns das gleich oben mal an. Und er hier, Emit Signal normalerweise, Stored Output, Trigger at, wir sagen mal 85%, Trigger while above, 100%. Wir gehen mal kurz schlafen. Ups, da war mein Schlafsack. So. Also der gibt ein Signal aus, wenn der Input, der interne Input bei 100% ist. Dazu nehmen wir mal den hier bei 85%. Wir ändern das mal auf, sagen wir mal 20%. Bestätigen das, damit wir einen kleinen Vergleich haben, und machen mal an. So, jetzt produziert er. Das Ding läuft relativ gut, muss ich sagen. Der macht zwei... Wieso hat er in der Mining-Welt mehr Dampf gemacht? Kann mir das mal bitte einer sagen? Der hat in der Mining-Welt, hat er nicht nur 2800 gemacht, sondern 4,6. Warum? Und er hat, ach, garantiert, da, guckt, jetzt kam das Signal. Er ist bei 20% und somit fährt der Reaktor runter. Wenn der bloß so viel macht. Und der verbraucht auch wesentlich mehr. Halleluja. Okay, das war, das ist ja... Okay, wir ändern den mal wieder um auf 85%. Wir nehmen jetzt natürlich keine, Energie ab, deswegen... ist das erstmal irrelevant. Jetzt ist er wieder an und produziert. 2,8. Wir bauen... Ich brauche ungefähr 6. Wir haben die Windräder noch. Wir müssen noch mal 2. Also wir brauchen noch eine Menge mehr. Wir brauchen noch ein bisschen Casings. Dazu brauchen wir wieder Eisen. Graphite war hier. Uran ist da. Gut. Wir brauchen wieder ein paar mehr Casings. Dann bauen wir den gleich ein bisschen größer. Davon hätte ich gerne noch 8 Stück. Dann die brauche ich nicht mehr. Dann brauchen wir nur noch normale Casings. 20 Stück reichen allerdings nicht aus, wenn ich 2 Level höher gehe. Also, was fehlt uns für Casings? Sag an, Freund. Eisen. Okay, das ist okay. Casings. Bauen wir noch mal ein paar. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, deswegen baue ich jetzt mal ein paar mehr. Ja. Das sollte... Ach nee, was wir noch brauchen, ist dann natürlich LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, glaube ich, müssten das dann sein, die wir noch brauchen. Dann gehen wir wieder hoch. Dann machen wir den erstmal aus. Und reißen ihn nochmal auf. Jetzt weiß ich, warum der nicht so viel produziert hat. Der hat die LED-Blöcke nicht platziert, der Idiot. Ja, der hat tatsächlich die LED-Blöcke nicht platziert. Das ist ja strange. Okay, 2 LED-Blöcke brauche ich noch. Okay, das ist glaube ich ein Fehler im Copy and Paste Gadget, weil definitiv habe ich die mit einprogrammiert. Aber soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. So, dann hier. Ach, ich brauche in der Mitte noch welche. 1, 2, 3, ne? Ja. Zum Glück ist der Weg jetzt nicht mehr so weit, wenn wir nicht über die... über die Berge springen müssen. Zack. 1, 2, 3. Zur Kühlung. Und dann nehmen wir uns unsere Builderswand. Wo habe ich die hingeschmissen? Da ist sie. Und machen einmal zack und schon ist der Reaktor wieder da. Und jetzt, deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht so viel produziert. Jetzt werde ich ihn wahrscheinlich komplett überfordern. Jetzt macht er 10.300 RF pro Tick. Verbraucht jede Menge, das muss man dazu sagen. Also er ist richtig hungrig. Was ich noch machen könnte ist, ich glaube, das machen wir auch, dass wir ihn extern abschalten können. Machen wir das so? Obwohl, der schaltet sich selber ab, wenn wir nicht genug Strom verbrauchen. Jetzt ist er komplett runtergefahren, ne? Ja, jetzt ist er komplett runtergefahren. Ja gut, dann lassen wir das auch. So, dann haben wir einen vollen Reaktor, der ungefähr 10.000 RF macht. Ist doch mal ein guter Schnitt, würde ich sagen. Ja, das ist ein guter Schnitt. Und da es sich jetzt nicht lohnt, in dieser Folge noch was Neues anzufangen, gehen wir mal kurz rüber, suchen uns mal kurz, wo habe ich meine Kakteen hingeschmissen? Da sind meine Kakteen. Na, wir nehmen noch einen Stack. Ein Stack reicht mir. Wir gehen mal gucken, was noch unsere Ding macht. Unsere Mana-Produktion. Die feuert noch schön durch. Und hauen hier mal ein bisschen Kaktus rein. Und haben etwas über einen halben Stack an... Na, wo sind sie drin? Hier sind sie, glaube ich, drin. Ja, an Slimeballs. So. Dann können wir jetzt nämlich rein theoretisch schon die ersten Prozessoren ansetzen. Wenn ich genug String habe. Flex String müsste, glaube ich, gehen. Wir brauchen nämlich das Binding. Zack. Ja, das funktioniert. Das ist gut. Ein Stack. Halber Stack, Entschuldigung. Mach das mal so. Ein Stack und ein halber Stack. Und was wir dazu noch brauchen, ist, glaube ich, Silikon, ne? Silikon und Redstone, ja. 1, 2, 3. Usage. Der nimmt nur den Refined Storage. Silikon. Oh, wollt ihr mich jetzt rollen? Den Applied Energistics. Ach, das ist nicht All Dictionary. Wieso denn nicht, Freunde? Gibt es einen Unifier oder sowas? Oh, puh. Das bringt meinen ganzen Plan jetzt durcheinander. So, wartet mal kurz. 1, 2, 3. Das ist, glaube ich, wenn ich es brenne, wird das zu Refined Storage Silikon, ja. Weil was ich natürlich noch nicht genug hatte oder habe, ist ja, kommt da was raus, ja, okay. Gut, dann müssen wir das auf die nächste Folge verschieben. Nächste Folge bereiten wir dann das RS-System vor. Wir werden es, glaube ich, noch nicht aufbauen. Aber was wir machen werden ist, ich werde mir das, wenn wir die Rezepte angucken, werden wir uns wahrscheinlich ein Jetpack bauen. Weil ich habe Bock, ein bisschen mit dem Jetpack durch die Gegend zu fliegen. Vor allem, weil in durch die 320er Version vom Pack ist Jux, Better Minecraft, Better Dungeons und so weiter und so fort. Und ich würde gerne, wenn ihr es mir nicht übel nehmt, ich muss das Endportal suchen. Ich will den Ender Dragon umklatschen mit meinem Megaschwert. Dazu brauchen wir ein Jetpack fürs End. Also nächste Folge, Jetpack, RS-System, Anfang. Und bis dahin, bye bye und tschüss.